wegen den Drogen hier. Hier steht zwar Alice im Wunderland aus dem Känguru-Kalender von Marc-Uwe Kling, gesagt hat aber tatsächlich Nancy Reagan, als sie vor 40 Jahren fast den War on Drugs erklärt hat. Mit Ronald Reagan zusammen. Wir sind heute aus politischen Gründen hier. Wir sind hier, weil wir für die Legalisierung von Cannabis eintreten, für die Re-Legalisierung von Cannabis. Und wir haben heute das Vergnügen, euch durch das Programm zu führen. Wir haben einige Rednerinnen und Redner da, wir haben Bands da und wir haben euch da. Vielen Dank, dass ihr da seid. Mögen wir mehr werden. Beginnen wir mit der Vorstellungsrunde, damit ihr wisst, wer hier vor euch steht. Ein kurzes Intro. Ich fange mal an mit Feline. Feline ist ziemlich krass drogenpolitisch aktiv, engagiert mit dem Schwerpunkt auf Entstigmatisierung und Drogenkriege. Also sogar ihre Masterarbeit schreibt sie über den philippinischen Drogenkrieg. Dazu kommt, dass sie eine Menge Veranstaltungen organisiert, wie zum Beispiel die Hanfparade hier heute, und Workshops durchführt für die Initiative My Brain, My Choice. Wird den einen oder anderen vielleicht schon mal zu Ohren gekommen sein. Genau, heute steht sie hier. Und seit neuestem arbeitet sie bei LEAP. Das wird für viele vielleicht neu sein. Law Enforcement Against Prohibition, eine Vereinigung von Polizistinnen, Staatsanwälten und Richtern, die sich praktisch gegen die Verbote aussprechen oder dafür einsetzen. Feline. Auch Chrissy ist super engagiert. Sie ist bei der Berliner Ortsgruppe des Hanfverbands aktiv. Sie ist in den Vorbereitungen der Hanfparade hier beteiligt gewesen. Und sie studiert auch was Nachhaltiges, nämlich an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung, Regionalmanagement. Und passt somit perfekt natürlich zu uns und zum Thema. Schön, dass du auch mit mir auf der Bühne stehst. Bevor ich mich jetzt selber vorstelle, sage ich, wir sind das erste Mal auf der Bühne und jemand von euch müsste das da tun. Ach ja, ja, wir haben natürlich alles wunderbar vorbereitet und hier gleich dies, sofort vom Plan abgewichen. Henning hat mir gesagt, wie er gerne vorgestellt werden möchte und er bestand darauf, dass ich sein Alter verrate. Er ist 45 Jahre alt und freut sich, glaube ich, seine Zeit als Jungspund hinter sich gelassen zu haben und jetzt stolzer Vater zu sein, einer 16-jährigen Tochter, eines 9-jährigen Sohnes, und er ist 17 Jahre lang verheiratet. Ich glaube, sehr glücklich, so wie er strahlt. Ja, du kannst ja mal eine Frau fragen, sie ist da vorne. Wo? Einmal melden. Ah. Genau, du stehst auch als Vater hier und dir ist die Hanfparade und die Legalisierungsbewegung von Cannabis deshalb auch wichtig, weil eins der Kerngründe, warum du für die Cannabis-Legalisierung bist, ist ein wirksamer Jugendschutz. Das ist vollkommen richtig. Das Erschreckendste für mich bei der Legalisierung ist, dass meine Tochter im Zweifel einfacher an Hanf kommt als meine Oma, beziehungsweise als meine Mutter oder mein Vater. Ja, und das ist etwas, was dramatisch ist, denn wenn wir aufklären, wenn wir Kindern und Jugendlichen die gleiche Genusskompetenz vermitteln wie mit Zucker, wie mit Koffein, schlimmstenfalls Nikotin, aber auch mit Alkohol. Ja, wenn wir das mit Cannabis schaffen, wenn wir das mit Hanf schaffen, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter und deshalb muss re-legalisiert werden aus Jugendschutzgründen. Dann hat uns nicht nur interessiert, warum wir hier auf der Bühne stehen oder die, die wir uns eh schon kennen oder vom Hanfmuseum, die hier mit vorbereitet haben, sondern wir wollten auch im Vorfeld wissen, warum seid ihr heute da, was motiviert euch, was ist euer Statement zur Cannabis-Legalisierung. Wir haben auf Facebook euch diese Frage gestellt und ein paar Antworten bekommen und ich freue mich, euch ein paar hier vorstellen zu können. Benjamin G. in 3 Worten ganz klar, warum er da ist, für die Legalisierung. Mark S. hat 3 Forderungen. Erstens, Cannabis muss global legalisiert werden. Zweitens,
Zweitens, in Anbetracht des Plastikproblems und Hanf als wirklich ein Rohstoff, aus dem man alles machen kann, sagt er, es müsste eine Pflicht geben, Plastik durch Hanf zu ersetzen. Drittens, zum Thema Medizin. Jeder sollte frei entscheiden können, womit er sich behandeln lässt. Dass die medizinische Versorgung und so weiter scheitert, sieht man überall. Es ist mittlerweile schwerer, wie vorher überhaupt als Patient anerkannt zu werden und seine Medizin zu bekommen. Und auch Edith hat eine medizinische Motivation. Sie wünscht sich die Relegalisierung von Cannabis und die Rehabilitation von natürlichen Heilmitteln, wie zum Beispiel von Brennnessel, die Anerkennung, und der ist in Frankreich sogar verboten. Thomas O. sagt, die Gelder, die in die Drogenbekämpfung und Verfolgung gesteckt werden, wären besser in einer vernünftigen, breiten, strukturellen Aufklärung und gleichzeitig altersdifferenzierten Verhaltensprävention investiert. Er sagt, ich vermisse in den meisten Diskussionen die wissenschaftlichen Argumentationen und ihre Vertreter, die für die Information und Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger hilfreich sein könnten. Für das Recht auf Rausch. Wir haben einen Kommentar bekommen, der einige Angry Smileys bekommen hat, also quasi Dislikes. Paul B. hat gesagt, er kommt, um Weed zu schnurren. Ist Paul B. da? Jetzt besser nicht melden. Bernd L. sagt, er war noch die dabei, aber hat eine Menge darüber gehört. Also hin da und sich selbst eine Meinung bilden. Willkommen, Bernd. Dustin J. sagt, ich komme, da ich der Ansicht bin, je mehr Leute kommen, umso offensichtlicher ist es, dass es allerhöchste Zeit für Legalizing ist. Und schiebt noch einen ehrlichen Grund hinterher, weil ich Gras liebe. Felix W. nimmt eine günstige Gelegenheit wahr und freut sich, viele Gleichgesinnte zu treffen. Und auch er hat dann nochmal nachgesetzt, ich komme auch, weil das der einzige Ort ist, wo Mordler, CDU und AfD nicht sind. Paul R. sagt, ich komme, weil es höchste Zeit für die Relegalisierung ist. Ich komme, um zu zeigen, dass wir viele sind. Ich komme, weil Hanf viel zu wundervoll ist, um es so vielen Menschen vorzuenthalten. Und ich komme auch, weil die Hanfparade eine Veranstaltung mit Herz und eine geile Party ist. Und ich würde sagen, wir machen dieses Jahr wieder eine geile Party draus. Ich freue mich drauf. Ob es eine geile Party wird, liegt an uns allen. Also viel Spaß. Ein Nachsatz noch. Wir werden noch den ganzen Tag weiterhin Statements sammeln, um am Abend bei der Abendkundgebung auch noch mal teilen zu können, so was hier so in der Luft schwebt an Gedanken und Motivationen. Zu den Statements, ich habe ein paar Kürzungen vorgenommen, ich hoffe, es war okay, aber die vollen Statements findet ihr nach wie vor auf Facebook in der Veranstaltung. Genau, zu heute Abend, wie ihr teilnehmen könnt. Chrissy kümmert sich den ganzen Tag darum. Ihr könnt da hinten bei dem Stand da von Hanfmuseum ist eine Box aufgestellt und Zettel und Stifte. Könnt ihr beschreiben, bemalen, was euch auf dem Herzen liegt, einwerfen, und dann werden wir das am Abend. Hanfparade, sorry. Aber da, wo Hanfmuseum steht, daneben. Genau, und dann könnt ihr auch noch euer Statement, eure Motivation, eure Wünsche teilen mit den Leuten, die heute nicht dabei sind oder die verhindert sind, herzukommen, oder die mal ein bisschen neugierig gemacht werden sollen auf das, was heute eigentlich so los ist und was wir uns denken. Wir haben Hashtags für Social Media, wir werden auf Twitter und auf Facebook verfolgen, was ihr schreibt. Die Hashtags sind Hanfparade, Hanfparade 2019 und Legalisierung nur mit dir. Woo!